Bei Bonn. Hier lebt Han Kögler. Viele Jahre leidet er unter einem schwachen Herzen und einem Tumor an der Halswirbelsäule. Es kommt zum Zusammenbruch. Han Kögler schwebt zwischen Leben und Tod und schweigt aus Angst vor Spott lange Zeit über seine Erlebnisse. Dieses Lichtwesen ist das Merkwürdigste, was ich je gesehen habe. Sagen wir mal, das ist teilweise gelb gewesen, ein strahlendes Gelb. Dann Gold im Licht. Es war einfach schön und harmonisch. Und deshalb also, ich wollte gerade sagen, war es eine Zumutung, dass ich zurück musste. Das Nahtoderlebnis verändert Han Köglers Leben. Er erlebt einen tiefen Bewusstseinswandel. Angst vor dem Tod hat Han Kögler nicht mehr, wie die meisten Menschen mit ähnlichen Erlebnissen. Welp bei Arnheim in Holland. Hier treffen wir den Kardiologen Pim van Lommel. Er ist Autor einer der weltweit größten Patientenstudien über Nahtoderfahrungen. Systematisch hat der Mediziner mit seinem Team hunderte vorübergehend klinisch toter Patienten befragt. Ihre Aussagen liefern für ihn deutliche Hinweise auf eine unsterbliche Seele. Wenn wir über den Tod sprechen, sprechen wir über den körperlichen Tod, den toten Körper. Die Essenz der Menschen, das Bewusstsein, ist endlos, ist non-lokal, ist immer da, immer. Am 24. März 2000 verunglückt die damals 19-jährige Christine Stein mit ihrem Wagen. Ich hatte Hirnquetschungen, Hirnblutungen, dann war meine Milz gerissen, meine Lunge war gerissen und ja, die schlimmste Verletzung war eben die, dass die Hauptschlagader am Herzen, die Aorta, gerissen war. Es folgen etliche Operationen. Dann reißt die Aorta erneut. Christine liegt im Sterben. Ja, die komplette Operation habe ich mitbekommen. Also ich hatte die Möglichkeit, auf den Operationstisch zu schauen. Also als ich mich dann ja im Himmel befand, ich konnte eben hinunterschauen auf den OP-Tisch, habe mich mit geöffnetem Brustkorb dort liegen sehen, habe die Ärzte, die Chirurgen wahrgenommen, die um mein Leben am Kämpfen waren. Dann das Nächste, was ich weiß, dass ich mich ja, im Himmel vorgefunden habe. Ich habe sofort eine unwahrscheinliche Wärme und Liebe gespürt, was ich hier auf der Erde noch nie zuvor spüren konnte. Insgesamt haben rund 3 Millionen Deutsche Nahtoderlebnisse wie Christine Stein und Han Kögler. Menschen jeden Alters, jeder Kultur und jeder Religion, Gläubige wie Atheisten. Nahtoderfahrungen sind Schilderungen aus der Phase, in denen Menschen keine Hirn- oder Herzfunktionen haben. Manchmal auch von Menschen in lebensbedrohlichen Krisen. Menschen, die sich dem Tod nahe fühlen. Die Menschen erzählen über die außerkörperlichen Erfahrungen und können Details über die Wiederbelebung oder das Verkehrsunfall erzählen. Es ist unmöglich für ihn zu wissen, dass das immer all die Details geschehen in dem Moment ihrer Koma. Ist zu tief. Liefert van Lommels Studie also den medizinischen Beweis für ein Leben nach dem Tod? Der Neuropsychologe Christian Hoppe widerspricht dem. Für ihn haben die meisten Erlebnisse eine rationale Erklärung. Experimente im Zusammenhang mit der Stimulation der Hirnrinde legen nahe, dass es zu einer Desintegration von Funktionen kommt. Und zwar vor allem im Bereich des rechten Scheitellappens. Dort werden die Signale aus dem Körper verbunden mit den Signalen vom Sehen und vom Gleichgewichtssinn. Und wenn diese Verschaltung nicht mehr richtig klappt, dann gibt es so etwas wie ein isoliertes Sehen. Es geht einher mit dem Gefühl zu schweben, so ein bisschen zu fließen. Und man hat keinen Körper mehr, weil die Körpersignale mit diesen Informationen nicht mehr verbunden werden. Doch auch solche Analysen können das Phänomen Nahtod nicht umfassend erklären. Durch und durch rationale Menschen wie Alois Servati berichten von außerkörperlichen Erlebnissen. Der ehemalige Kommandeur des Pionierbataillons Emmerich schwebte während eines Herzkammerflimmerns zwischen Leben und Tod. Plötzlich spürte ich mich, wie ich meinen Körper verließ, wie ich so halb hoch im Operationssaal dort unter der Decke dort schwebte. An die Details der Operation erinnert er sich bis heute. Was ich mir dann merkte, das war so eine Art Firmenschild oder was auch immer. Und ich konnte das später
auch beschreiben. Ottmar ist auch dann durch das medizinische Personal indirekt bestätigt worden, dass die Beobachtung richtig war? Also ich habe zum Beispiel ja meine Angehörigen in dem OP-Wartesaal gesehen, habe gesehen, wie sie dort saßen, wie sie sich die Hände gehalten haben, gebetet haben und gehofft haben, dass alles gut wird. Für Christian Hoppe sind derlei Schilderungen komplexe Halluzinationen. Für ihn gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege für ein Bewusstsein ohne Hirnfunktion. Wir gehen davon aus, dass alle mentalen Phänomene, dazu gehören auch Wahrnehmungen, alle geistig-seelischen Phänomene mit Hirnprozessen einhergehen und diese Hirnprozesse notwendig sind für das Zustandekommen dieser mentalen Phänomene. Und wer heute noch anderes behauptet, müsste dann eigentlich uns das zeigen. Für Pim van Lommel hingegen sind Nahtodschilderungen weit mehr. Er verweist auf die weltweiten Parallelen der Berichte. Und diese Menschen sind ganz mental gesund, haben keine Medikamente und erzählen universelle Elemente in aller Zeit, in aller Kultur. Mit Sicherheit war es so etwas wie eine Ahnung einer anderen Dimension. Eine Ahnung, dass wir in eine andere Dimension hinein sterben. Nahtoderfahrungen, ein Blick ins Paradies oder eine Fehlfunktion unseres Gehirns. Sicher ist, dass sie das Leben vieler verändert haben. Die meisten von ihnen haben die Angst vor dem Tod verloren. Ja, Nahtoderlebnisse sind einschneidend, außergewöhnliche Momente. Wir sprechen jetzt mit einem Mann, der hunderte solcher Nahtodgeschichten bereits persönlich erzählt bekommen hat von Betroffenen. Professor Walter von Van Laak ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Van Laak. Guten Abend, Herr Johe. Sie sind Orthopäde und Unfallchirurg und lehren außerdem an der Fachhochschule Aachen zu Grenzgebieten der Medizin. Was haben all diese Nahtoderlebnisse, die Ihnen von Betroffenen geschildert wurden, gemein? Sie haben gemeinsame Elemente, die auch kulturell oder religiös oder bildungsmäßig völlig unabhängig sind und auf der ganzen Welt identisch sind. Ganz wesentlich, und das haben Sie auch in dem Beitrag gehört, ist, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie sind höchst orientiert in dieser Situation. Sie empfinden das, was sie empfinden, wahrnehmen, als völlig real. Sie erinnern das auch Jahre und Jahrzehnte später im Detail. Und sie haben bestimmte Veränderungen, die sie nachher betreffen, zum Beispiel Lebensveränderungen. Sie haben das gesehen, dass jemand zum Beispiel Bestatter wird, andere gehen in eine Hospiztätigkeit oder werden im Krankenhaus tätig, haben früher was völlig anderes gemacht. Und allen ist gemein, dass sie die Angst vor dem Tod verlieren. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk. Was unterscheidet eine Nahtoderfahrung von einem Traum? Weil im Traum kann man ja auch Dinge erleben, die einem in dem Moment sehr real vorkommen. Ja, das ist schon richtig. Aber beim Traum haben Sie die Inhalte nach einiger Zeit sicherlich nicht mehr so auf der Pfanne. Und Sie haben auch nicht diese absolute Orientierung. Und Sie haben natürlich nach einem Traum keine lebensverändernden Strukturen oder Maßnahmen, die Sie ergreifen. Und Sie verlieren auch durch den Traum nicht die Angst vor dem Tod. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind in dem Traum irgendeiner besonders hohen Person, wie es ja oft kolportiert wird, begegnet. Jetzt haben Sie schon beschrieben, Menschen verlieren oft die Angst vor dem Tod, die dem Tod schon sehr nahe waren. Heißt, diese Vorstufe zum Tod ist für die meisten Menschen schön. Der Protagonist im Beitrag hat ja auch von fast orgiastischen Erlebnissen geschildert. Oder kann das auch richtig schrecklich sein, kurz vorm Tod? Ja, beides. Aber in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist es für die Betroffenen ein schönes Erlebnis. Ein sehr schönes Erlebnis. Es geht etwas weiter, dieses Orgiastische, was er besprach, das ist so ein bisschen in die euphorischen Gefühle gehend und kann natürlich dann auch von Kritikern schnell mit körpereigenen Stoffen oder Stoffen, die man zugibt, wie Opiaten und ähnlichem, Cortison oder sonst was, erklärt werden. Aber in einer Nahtoderfahrung geht das weit darüber hinaus. Diese Menschen haben das Gefühl, geliebt zu werden und sie fangen auch diese Liebe. Sie nehmen Liebe wahr. Dieses Licht, von dem der Herr sprach, ist zum Beispiel typisch. Es ist ein warmes Licht, was nicht blendet, aber was die betreffenden Personen meist als das Gefühl der Liebe und des Geliebtwerdens wahrnehmen. Was kann man eigentlich von diesem Moment vor dem Tod an Rückschlüssen ziehen zu dem Moment nach dem Tod?
da kann man ja keinen fragen, der tot ist. Aber haben Sie da ja, im Rahmen Ihrer Wissenschaft Erkenntnisse, so nach dem Motto, geht es dann schön in Anführungszeichen weiter? Kann man sowas aus Ihrer Warte irgendwie sagen? Ja, da liegt natürlich ein großes Problem, weil sehr viele dann auch Erfahrungen machen, die sie interpretieren, je nachdem, wo sie stehen, wo sie vorher auch gestanden sind, ob sie religiös waren zum Beispiel oder nicht und in welcher Religion sie aktiv waren. Das sind alles so Dinge, die natürlich das dann prägen. Deswegen ist aus wissenschaftlicher Sicht etwas anderes entscheidend, und zwar einfach nur die Frage zu beantworten, könnte es danach etwas geben oder nicht? Und für mich ist es so, dass ich mal Saulus war, um mal diesen christlichen Begriff zu wählen. Vor über 40 Jahren habe ich auf die Frage, gibt es was nach dem Tod, ganz klar und vehement mit Nein geantwortet. Und heute bin ich Paulus. Das heißt, ich denke völlig anders. Eine Argumentationskette hat mich überzeugt. Und was die Nahtoderfahrungen angeht, gibt es ein Element, was ganz, ganz wesentlich ist, neben diesen lebensverändernden Maßnahmen, die ja auftreten. Das Wesentliche ist, dass manche Menschen außerkörperliche Erfahrungen machen und in diesen außerkörperlichen Erfahrungen auch Dinge wahrnehmen, die sie eigentlich in dem Moment, wo sie in Anführungsstrichen sterben, wo sie reanimiert wurden, vielleicht überhaupt nicht hätten machen können, die aber später verifiziert, also nachgewiesen werden können. Und das sind natürlich Dinge, die an der Traumdeutung oder an anderen Deutungen wie Halluzinationen und Ähnlichem zweifeln lassen, die darauf hinweisen, es muss mehr geben, es muss also vielleicht doch real sein. Ich persönlich bin heute davon überzeugt. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihren Überzeugungen und an Ihren Erkenntnissen haben teilhaben lassen zu diesem Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Dankeschön, Herr van Laak. Whilst near-death experiences change lives, they've also given some individuals extraordinary experiences that they would never have dreamt of. The most intriguing examples are of blind people becoming sighted for the first time. Vicky Nuratuk had been blind from birth. I've never seen anything, no light, no shadows, no nothing. A lot of people ask if I see black. No, I do not see black. I do not see anything at all. And in my dreams, I don't see any visual impressions. It's just taste, touch, sound, and smell, but no visual impressions of anything. In her early 20s, Vicky was involved in a serious car accident. The next thing I recall, I was in Harborview Medical Center and looking down at everything that was happening. And it was frightening because I'm not accustomed to see things visually because I'd never had before. And initially it was pretty scary. And then I finally recognized my wedding ring and my hair. And I thought, is this my body down there? And am I dead or what? We can't bring her back. It's a crash truck. They kept saying, we can't bring her back. We can't bring her back. And they were trying to frantically work on this thing that I discovered was my body. And I felt very detached from it. And sort of, so what? And I was thinking, you know, what are these people getting so upset about? Then I thought, I'm out of here. I can't get these people to listen to me. And as soon as I thought that, I went up through the ceiling as if it were nothing. And it was wonderful to be out there and be free, not worry about bumping into anything. And I knew where I was going. And I heard this sound of wind chimes. It was the most incredible sound that I could describe. It was from the very lowest to the very highest tones. As I was approaching this area, there were trees and there were birds and quite a few people, but they were all like made out of light. And I could see, and it was incredible, really beautiful. And I was overwhelmed by that experience because I couldn't really imagine what light was like.
it's still a very emotional thing when I talk about this, because there was a point at which I could bring forth any knowledge I wanted to have. And it was like this place was where all knowledge was. And then I was sent back, and then I went back into my body, and it was excruciatingly painful and very heavy, and I remember feeling very sick. Pediatrician Dr. Melvin Morse listens to children. About 15 years ago, he heard for the first time a child describe a near-death experience. Here at Seattle's Valley Medical Center, he's been studying children's near-death experiences ever since. When I first heard near-death experiences, I assumed that they were some sort of fantasy of the mind, some sort of hallucination caused by a lack of oxygen to the brain. We did our own case control study of every survivor of cardiac arrest at Seattle Children's Hospital over a 15-year period. And our research showed that 23 out of 26 children who came to the brink of death had a near-death experience. We learned that the so-called near-death experience is in fact the dying experience. That when we die, we suddenly have the ability to communicate with something that most people loosely call God. Dr. Morse has collected drawings from many of his patients depicting their near-death experiences. This young boy described his near-death experience, which happened to him at age 3. And he states that he went down a long tunnel. We can see sort of this tunnel that turns into light. And he said that he went to a heavenly realm. He didn't call it a heavenly realm. He just said, I went to a land where I could run and double jump with God. This young girl here nearly died of a diabetic coma, and her experience has no religious elements in it whatsoever. In her experience, you can see that she's on a bed, and she says that three figures came to her who were doctors dressed in white. I said, how do you know they were doctors? She said, because they were very tall, and they had light bulbs in their bodies, and they were all lit up with a white light. She then told me that they pointed to a box at her bedside. They said if she pressed the green button, she could go with them, but she would never see her parents or family again. She pressed the red button, and she returned to consciousness. This young girl nearly died of fulminant bacterial meningitis at age 5. And she says that she floated up to heaven, and she met God. And this is God. He looks more like Santa Claus. And then she says that these figures in the corner are grandpas and grandmas and babies waiting to be born. This young girl here nearly died of fulminant mononucleosis. She presented to our office in cardiac arrest. We had to put a needle into her heart to restart her heart. She says that at the time that we put the needle into her heart, she was somewhere, and she saw her dead grandmother. And here's her dead grandmother. She's drawn a light around her dead grandmother. She says, I saw my grandmother, and I was just so shocked to see her because she seemed so real and lifelike, and yet she had died some years ago. She then says, and then I was back. And I said to her, what do you mean you were back? And she goes, that's what I've been trying to figure out. After you've had children say things to you like, heaven is fun, and Dr. Morse, I have a wonderful secret to tell you. I was climbing a staircase to heaven. You can't help but start to feel a sense of enthusiasm for these experiences. Well, let's see how this guy's been doing. Dr. Melvin Morse is a pediatrician specializing in the resuscitation of young children in Seattle, the capital of Washington State. A
Until 8 years ago, he was the straightest of straight scientists, winning awards for his research papers. I had always thought that when you died, you just went into darkness. Near-death experiences to me were something that you would see in a supermarket tabloid, but not worthy of scientific research. What changed your view? Was it just the constant stream of cases you found? No, it was really meeting Crystal Merzlach changed my whole opinion about near-death experiences. It was totally darkness, and then I looked up, and it was a tunnel with a light, you know, just gleaming down from the top. And so I started crawling towards this light to see what it was. And suddenly I saw this woman, all dressed in white. She had long, dark hair, come towards me. And when she got to me, she picked me up by the hand. And she said, "Crystal, my name is Elizabeth. I'm your guardian angel, and I will help you." Crystal Merzlach was larking about at a friend's 7th birthday party when she was accidentally pushed into the deep end. When I fell in the pool, I remember just reaching up for the water because I wanted to get air. I knew I needed to get air. And after I knew I couldn't get air, I just fell unconscious. For 3 days, Crystal lay in a deep coma. And as she tells it, floated above her own body as the doctors worked to revive her. Once she found herself wondering if she was dead. The only time that I really remember thinking about it was when I had a chance to look down on my body on the operating table, and I saw the doctors putting tubes up my nose to help me breathe and down my throat and in my arms, and I didn't like it, so I just looked away. That's the only time I can remember. When did you see yourself in the operating room? When I was up in heaven. 9 years on, Crystal's experience remains the definitive case. Adults have made similar claims, but always there've been doubts. This witness was a child who even today insists that her mind was not playing tricks on her. Tell me, how can you be sure it wasn't just all a wonderful dream? Well, in my dreams, I hardly ever remember dreams, and when I remember them, they're not very clear to me. But this experience I had was as clear as night and day. It's the same as you here talking to me. I mean, I remember it better than anything I've ever remembered in my life. History is full of such stories and full of questions. The idea of the soul leaving the body goes back to the ancient Greeks and Egyptians. And the afterlife is, of course, a core belief in most religions. The curious thing is that it's not only children with religious backgrounds who report such experiences. Most near-death experiences are not religious. The typical child that I interview has a near-death experience which takes less than 10 seconds to relate. They say, something really weird happened to me. I thought I was floating out of my body, and I saw a really bright light. And then they don't describe anything else. That's the entire experience. Dr. Morse has sifted through thousands of cases, interviewed hundreds of children, and recorded to date close to 50 cases of what he regards as genuine near-death experiences. People have suggested that the near-death experience is perhaps a dream, is perhaps a wish-fulfilling fantasy, some sort of psychological reaction to the stresses of dying. Perhaps near-death experiences are caused by drugs, or the bright light is the bright lights in the operating rooms. After 8 years of research, we have demonstrated that none of those explanations are adequate. That the near-death experience is a natural and normal event which happens to people when they die. You talk about near-death experiences as something marvelous. Now, is that an appropriate word for an impartial researcher? All human beings are going to die, and the knowledge that the process of dying may well be the most amazing experience of our lives is wonderful.
Near-death experiences teach us about the last few minutes of living. I have not had patients who died and then brought them back to life. That's not in my experience. So what I've learned is that when you die, you're awake, you're conscious, even though your brain is no longer working properly, and you have the perception of another reality. And that seems to be a loving reality that all knowledge is contained in. But what happens after that is for religious philosophers at this point, not for scientists. Es gibt ja so die klassischen Antworten auf diese Nahtoderfahrungen. Das ist die Halluzination, der Sauerstoffmangel und die Drogen. Ob endogen, also vom Körper produziert oder verabreicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist natürlich völliger Unsinn, wenn man hinter die Kulissen schaut. Eine Halluzination setzt immer voraus, dass bei den optischen ihre Augen noch halbwegs funktionieren, bei den akustischen ihre Ohren noch halbwegs funktionieren. Aber eins muss immer funktionieren, das ist ihr Großhirn. Und wenn ihr Großhirn nicht mehr funktioniert, können sie keine Halluzination haben. Klassische Messmethode dafür ist das EEG, die Elektroenzephalographie. Und wenn da eine Nulllinie ist, dann heißt das, ihr Großhirn funktioniert nicht mehr. Da kann das Stammhirn noch funktionieren, völlig wurscht. Ein Krokodil hat auch ein Stammhirn, aber wird sicherlich nicht zu intellektuellen Leistungen fähig sein. Und genauso wenig ist das, Sie ohne Großhirn werden auch nicht zu intellektuellen Leistungen fähig sein und schon gar nicht zu einer Nahtoderfahrung. Also Halluzination ist Quatsch. Und wir haben Menschen, nur so am Rande, 1991 übrigens das erste Mal, bei denen man nachweislich die Nahtoderfahrung während der Phase einer Nulllinie im EEG hatte. So, und das sind natürlich dann verifizierbare Aspekte, die darauf hindeuten, für sich alleine auch wieder nicht, weil dann wieder rumgerätselt wird, war es wirklich genau in der Zeit oder vielleicht am Rande oder hat sie es dann später halluziniert und bringt es nur in diese Zeit rein. Aber das ist alles so das typische Gerede vieler, die argumentieren, ohne eigentlich genau zu wissen, worum es geht. So, und da ist es so, eine Halluzination kann es nicht sein. Und beim Sauerstoffmangel auch nicht. Sehen Sie, wenn Sie einen Sauerstoffmangel haben, können Sie selbstverständlich euphorische Zustände haben. Und Sie können eben auch fantasieren, Sie können Halluzinationen haben. Aber die meisten Menschen heute haben ja Nahtoderfahrungen omopetisch. Und während einer Operation, einer lebensgefährlichen Operation, die offensichtlich zum Herzstillstand und zum Hirnstillstand führen kann, während einer solchen Operation haben Sie so viel Sauerstoff wie noch nie in Ihrem Leben sonst. Das heißt also, Sauerstoffmangel kann sein, ist aber in der Regel keine Ursache dafür. Ja? Das ist immer eine Korrelation, aber keine Kausalität. Und das Gleiche gilt für die Drogen. Sie können zwar euphorische Zustände bewirken, auch die endogenen Opiate oder Opioide können eine euphorische Situation bewerkstelligen. Aber eins zum Beispiel nicht, und das ist eines der typischen Muster übrigens auch, ein spirituelles Muster. Ein Nahtoderfahrener, der hat keine euphorischen Zustände, die mag er auch haben. Aber das Wesen einer Nahtoderfahrung ist das tiefe Gefühl von Liebe und geliebt zu werden. Und das hat keiner, der eine Euphorie, wie auch immer, initiiert bekommen. Ein Riesenunterschied. Ja? Ich will das auch klar sagen. Wenn ich hier davon rede, dass ich überzeugt bin, dass unser Tod nicht unser Ende ist, dann ist das deswegen, weil ich inzwischen eine sehr breite Argumentationskette aufgebaut habe, die zunächst einmal, und das ist aus meiner Sicht völlig entscheidend, zunächst einmal mich, der eigentlich ein großer Skeptiker war, hundertprozentig überzeugt. Ob andere das nachvollziehen wollen, ist erstmal deren Problem, nicht meins. So. Allerdings kann ich auch sagen, diese Argumentationskette, die ich da aufbaue, ist noch kein Beweis. Selbst wenn ich alle Glieder zusammenfüge, ist es kein Beweis im wissenschaftlichen Sinn, sondern es ist ein Anscheinsbeweis im juristischen Sinn. Und genau das sehe ich auch so. Aber, und damit bin ich bei Ihrer Frage zu den Nahtoderfahrungen, auch die Nahtoderfahrungen können mir leider keinen Beweis liefern im wissenschaftlichen Sinn, aber sie liefern mir aufgrund vieler Indizien einen Anscheinsbeweis wiederum im juristischen Sinn. Und selbst die Nahtoderfahrungen, auch wenn ich sie persönlich nur als einen Mosaikstein in dieser riesigen Argumentationskette auffasse, sind sie für mich ein Beweis. Und da gibt es ein paar Punkte.
Ein wichtiger Punkt ist, dass Nahtoderfahrungen zum Beispiel im Unterschied zu Träumen, nur mal um das als Vergleich zu nehmen, wiederkehrende Muster haben, die überall universell gleich sind. Das heißt, egal wo jemand aufgewachsen ist, wie alt er ist, ob er männlich, weiblich ist, welchen politischen oder wissenschaftlichen, religiösen oder philosophischen Hintergrund er im Rahmen seines Lebens hatte, völlig gleichgültig. Diese Menschen haben gleiche Muster. Die kann man an zwei Händen, an den Fingern zweier Hände zusammenzählen. Zum Beispiel die bekannten Licht- und Tunnelphänomene, die aber nur ganz wenig eigentlich ausmachen. Sie sind zwar häufig, aber sie sind nicht entscheidend. Aber es gehört zum Beispiel entscheidend dazu, dass man jemanden trifft, der niemals, wenn man ihn trifft und identifizieren kann, bereits noch lebt, sondern immer eine verstorbene Person ist. Ja? Selbst bei Kindern, die Nahtoderfahrungen haben, das kommt ja auch vor, ist es eine Person, die sie womöglich noch gar nicht kennen, weil diese Person schon längst tot ist und die Kinder sie erst nachher in einem Fotoalbum zum Beispiel identifizieren als verstorbenen Großvater oder Urgroßvater oder Mutter. Dann gibt es das sogenannte Lebenspanorama, was viele durchmachen, bei denen sie viele Punkte, Eckpunkte ihres Lebens wiedersehen, erkennen. Aber, und das ist ganz entscheidend, nicht wie ein Zuschauer in einem Kino, wo ich passiv einen Film sehe und vielleicht erkenne, was ich damals Schönes oder Schlechtes gemacht habe. Nein, ich erlebe es aktiv als Teilnehmer und Zuschauer. Und als Teilnehmer erlebe ich es nicht nur aus meiner Position, sondern vor allem auch aus der Position der anderen, meiner Mitmenschen. Und damit aus der Sicht derjenigen, denen ich vielleicht etwas Gutes oder, was viel schlimmer ist, etwas Schlechtes angetan habe. Und dies macht mich unter Umständen auch sehr krank im Geiste, sage ich mal. Ein ganz wichtiger Aspekt übrigens dafür, dass es auch Nahtoderfahrungen gibt, die keineswegs positiv aufgefasst sind. Es gibt ja auch negativ. Oder es gibt, das ist sehr wichtig auch, das sogenannte außerkörperliche Phänomen, dass ich also außerkörperliche Erfahrungen mache. So, viele Menschen machen diese außerkörperlichen Erfahrungen, die Nahtoderfahrungen haben. Das bedeutet aber zunächst einmal, die gehören alle in einen sehr reichhaltigen, für uns sehr wichtigen, großartigen Anekdotenschatz. Aber sie haben keine wissenschaftliche Beweiskraft. Aber von diesen vielen außerkörperlichen Erfahrungen, im Englischen out-of-body experiences, von diesen vielen außerkörperlichen Erfahrungen gibt es einige wenige, aber sehr zuverlässige, bei denen ich das, was diese Menschen erfahren haben, nachträglich überprüfen, nachprüfen, verifizieren kann. Und wenn ich das kann und feststelle, sie haben eine Erfahrung gemacht, just in dem Moment, wo sie ihre Nahtoderfahrung hatten, die sie eigentlich aus der Situation und der Umgebung heraus gar nicht machen konnten, die, wie wir sagen, in der Philosophie oder auch in der Naturwissenschaft außerhalb ihres Ereignis- oder Erlebnishorizontes lag, dann habe ich ein weiteres sehr wichtiges Indiz, was auch einer wissenschaftlichen Beweiskraft nahekommt, auch wenn es kein Beweis ist, weil man immer dran rütteln kann, ja, war es denn wirklich in dem Moment, als das so war? Auch wenn es Forschungen gibt, die genau darauf hindeuten. Aber Sie sehen, es gibt immer am Rand etwas zu kratzen. Deswegen kann das für sich nie ein Beweis sein, aber alles zusammen kommt dem Beweis sehr nahe. Und dann haben die Menschen, wenn sie ihre Nahtoderfahrung weiter durchführen, es gibt ja Menschen, die sehr komplexe Nahtoderfahrungen haben, auch wenn die meisten Menschen nicht so sehr komplexe Nahtoderfahrungen haben. Dann kommt es irgendwann dazu, dass eine Terminalphase kommt, in der sie vielleicht vielen begegnen, in der sie in mehr oder weniger schönen Landschaften sich befinden oder auch städtischen Regionen, was auch immer, in denen sie Vögel zwitschern hören, Tiere sehen, vielleicht auch sogar ihre verstorbenen Haustiere. All das gibt es. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo sie wieder zurück müssen. Und für viele Menschen ist das ein traumatisches Ereignis. Denn manche wollen nicht zurück und das liegt daran, dass sie offensichtlich Erfahrungen in dem Moment gemacht haben, die sie sehr überwältigt haben, die sie sehr irritiert haben. Aber sie kommen zurück und nun gibt es einen ganz klassischen und ganz wichtigen Unterschied zu jedem Traumereignis und allem, was man vielleicht anführen kann, als Widerspruch
oder Gegenrede. Diese Menschen, die eine solche Nahtoderfahrung gemacht haben, die haben eigentlich zwei Dinge für sich mitgenommen. Das eine ist, sie werden spiritueller und denken anders. Das heißt, sie nehmen Abstand vom rein materialistischen Denken, was sie vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte verfolgt hat. Sie ändern vielleicht ihr Leben, sie überdenken ihre Vergangenheit und sagen, möchte ich so in Zukunft weiterleben? Beispiele. Sie ändern ihren Beruf, weil sie vielleicht merken, dass das, was sie bisher beruflich gemacht haben, sie nicht mehr befriedigt. Oder sie ändern auch ihre Partnerschaft. Oder sie lernen ihre Partnerschaft neu schätzen. Auch das kommt vor. Das ist die eine Sache. Sie haben lebensverändernde Umstände, die sie begleiten in Zukunft. Und das andere, und das ist sehr wichtig, und das trifft alle, die eine solche Nahtoderfahrung gemacht haben. Sie verlieren ihre Angst vor dem Tod. Und zwar komplett. Das heißt also, jemand, der aus dieser Sache, aus dieser Situation zurückkehrt, der geht davon aus, völlig egal, wann und warum ich sterbe. Natürlich möchte ich ungern unter Qualen leiden oder sonst was sterben, aber es stört mich nicht. Es wird irgendwann kommen und ich weiß, danach gibt es was Besseres oder zumindest was anderes und es gibt überhaupt was. Und genau das ist etwas, was diese Menschen alle mitnehmen. Und die, darf ich noch das anführen? Und diejenigen, die eine wirklich gute, komplexe, tiefe, tiefgreifende Nahtoderfahrung gemacht haben, auch das möchte ich nur am Rande und am Ende erwähnen, weil es aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Diese Menschen reden zunächst einmal kaum darüber. Sie sind verschlossen. Sie möchten nicht darüber sprechen, weil das, was sie erfahren haben, für sie so ergreifend und irritierend ist, dass sie das Gefühl haben, wenn jemand anderes das erfährt, hält er sie nur für bescheuert, nur für bekloppt. Und das kommt auch oft vor. Diejenigen, und die Erfahrung habe ich auch gemacht in vielen, vielen Jahren, die anfangen, diese Nahtoderfahrungen sofort zu thematisieren, vielleicht damit sogar Geld zu verdienen, in welcher Form auch immer, sind diejenigen, die am wenigsten tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben, wenn überhaupt. Denn auch das muss man sagen, es gibt auch dort Fakes.